Jo, moin moin, willkommen wieder zu einer weiteren Folge Halloween Event beim BBS. Mit mir dabei, der liebe Justin. Moin, jo. So, letzte Folge 380. Jetzt fahren wir die Linie 222 nach Mal Mitte. Das heißt, wir fahren jetzt gerade hier einmal schnell einmal um den Block. 10:01 soll es eigentlich schon losgehen. Das heißt, muss uns ein bisschen sputen. Und ich hoffe, euch geht's gut. Habt die letzten Folgen genossen. Hatschi. Und ja. Bist ja auch letztens richtig viel eingefahren, ne? Durch das Event. Jo. 7.000, über 1.000 Punkte, ne? Fast 1700 Punkte oder so. Boah. Ja, das ist schon. Und das alleine, ne? Also. So, ihr bleibt da vorne, ey, sonst kriegt der kleine Stinkefinger gezeigt. Also doch nicht. So, dann holen wir die mal kurz rein. Guten Morgen. Hallo. Preisstufe B, A, bitte. Und tschüss. Achso. Dankeschön. Der wollte noch Rückgeld haben. Guten Tag. Halt doch die Klappe da hinten. Sollte ich in den Bus reinfahren, du Arsch? Hallo. Dö-dö. So, ja. Zum Glück haben wir schon ein bisschen vorgesorgt. Vorgeheizt. Eieiei. Wer meckert denn da hinten wieder bei dir? Ist es wieder Der der blöde Blag wieder von vorhin. Ah. Dann kommt der Linienbus an der Gegenrichtung entgegen. Die Straße ist so eng, damit wir aneinander vorbeifahren können. Ich bremse ab, gehe voll in die Eisen, weil er durchzieht und er beschwert sich da hinten. Ach, Herrjemine. Das ist ja mies. Und es war berghoch, also so schlimm war es jetzt auch nicht. Man kann sich auch anstellen. Also meinst du so wie ich und den MAN falschen Motor Solo und dann die Brücke da hochgefahren bin? Ist auch eine geile Folge. Weil das Problem war, es gab da so einen Berg. Was war das für eine Linie gewesen? 212, gell? Genau. 212 war es gewesen von ab hier, von Gelsenburg Rathaus nach Herten. Herten Mitte. Und ich habe halt den M gedacht, hier MAN, Stadtbus, ja, geiler Motor, 380. Reingepfeffert, das Ding luppt. Pustekuchen. Aus der Haltestelle, also da war eine Haltestelle, dann um die Kurve und dann hochgefahren. Ja, dann haben die Fahrgäste angefangen zu meckern. Dann darfst du wieder runter, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch. Dann, ja. Ich mal gerade gucken. Weißt du, wie man sowas auch nennt? Doppel-P, persönliches Pech. Nö. Das würde ich anders nehmen. Der Bu kann kein Bus fahren. Oder so. Ja. So, aber ja. Nächste Haltestelle. Freiheit. Ja, genau, Freiheit. Also ich glaube, er schaukelt sich da in der Straße gerade die Eier. Wer? Der DHL-Bote. Er steht locker schon seit 5 Minuten in der Straße da, am gleichen Fleck. Eieiei. Komisch, ne? Gerade habe ich mein Keylight mal aus, ist das, hast du direkt wieder so ein anderes Lichtverhältnis, ey. Naja, kann ich wenigstens ein bisschen Strom sparen. Das wird aber Der nichts bringen. Kumpel, der Rechner. Klar. Wie die das machen, ey. Der Was? ist um 5:05 Uhr ist der Rechner in Hagen gewesen. Heute Morgen und um 6:54 Uhr
wurde der schon vorbereitet für die Verladung ins Zustellfahrzeug. Und um 8.36 Uhr war der im Zustellfahrzeug. Wie schnell die das weiter transportieren, ey. Ja. Das ist der Hammer. Paketband. Guckst du aber. Ich hab eine Woche auf mein DHL Express-Paket gewartet. Ich geb da mal einen Tipp. Es gibt da so eine Reportage. Ich glaube, die ist schon aber ein paar Jahre älter. War das bei der Welt? Auf jeden Fall hat es mit der DHL-Dienststelle in Leipzig zu tun, wo nämlich die Dreamliner, also die Boeing. Ja, das habe ich schon mal gesehen. So, also das ist schnell, das ist hier. Deswegen glaube ich die Frachtfliegerei. Alles klar, Tinga, später. Bring mir auf jeden Fall was Schönes mit. Achtung, jetzt gibt's ein Klatscher ins Genick. Ach, ich wieder mit meiner guten Laune. Nee. Wenn da eine KI steht, die. Kannst die Rechnung mitbringen, ja, danke. Weißt du, welche Rechnung? Ah, Spiegel ist ja lecker, lecker, lecker. Ah. So. Schade, dass er. Aber weißt du, was mich wundert, Justin? Der bringt mir jetzt nur Strecken von Gladbeck, keine von Hohenkirchen. Ja, weil wir Hohenkirchen nicht mehr haben. Ich dachte, die wollten wir noch haben. Die wurde nicht verlängert. Deshalb, der zeigt nur die Maps an, die da im sind. Betrieb haben, wo du die Genehmigung für hast. Okay. Oh. Kannst du mal bitte kurz den Preis gucken, was die. Ah, du bist selber gerade unterwegs, gell? Ich bin noch auf Linie. Okay. Da müssen wir gleich mal gucken, was preislich die kostet. Oder Tobi, wenn du noch da bist, du kennst du bestimmt schon auswendig. Oh. Eventuell. Das muss man gleich mal gucken, was die preislich kostet und dann. Weil auch. Ich weiß gar nicht, das Event, durch das Event, was wir jetzt da einfahren, kriegen wir das Geld oder kriegt es der Betrieb? Das geht an den Betrieb. Gut. Hallo. Weil wir kriegen ja durch die Level Geld. Einmal Kind bitte. Okay. Und alles, der Level kommst, also ich habe jetzt letztens 6000 noch was abgestaubt da. Nächste Haltestelle. Kann man eigentlich um 9.55 Uhr schon so scheiß gute Laune haben wie du, Alte? Nächste Haltestelle. Königswiesen. Ist ja ekelhaft. Justin, was erwartest du? Ja, ist ja widerlich. Ja. Guten Tag. Kurz gleich. Good afternoon. Ach ja. Da ist der Tag erst recht gelaufen, wie ich die gehört habe. Naja. Er hat vielleicht noch vom Funkgerät angeschrien. Tut mir leid. Hallo, ich bin's. Ich wollte nur was sagen. Das Justin, ich bin's. Ich, dein treues Funkgerät. Oh Gott. Lieber Chat, was habt ihr denn mir in meinen Kaffee reingemacht? Oh, das ist schon böse. Naja. Nächste Haltestelle. Gelsenkirchen-Buhr Nordbahnhof. Genau. Oh, wow, wow. Hallo. Was ist denn eigentlich mit Lukas los? Ein Racer-Trash. Ich stelle immer noch, ist der jetzt am Stream? Weiß das jemand von euch? Ist er wieder am Fliegen? Nö, der ist nicht live. Schade. Weil ich hätte auch gewünscht, wenn er noch vorbeikommen würde, dass wir vielleicht noch mit ihm noch eine Runde um sie zwei fahren würden.
Ja, du hattest mir doch gesagt, er wollte mitfahren. Ja, dachte ich auch. Deswegen hat mich das ja ein bisschen gewundert. Aber gut, ich meine, wenn wir was anderes machen soll, tun, kann ich das ja verstehen. Aber wie gesagt, genau. Weil wenn wir dann nämlich fertig sind mit dem Event, also ich hoffe, wir schaffen das noch bis 13 Uhr, dann werde ich dann nämlich noch die Steuern machen, ne? Justin. Ja. Scheiße! Ich hätte abfahren müssen. Ah, Mann, habe ich dich abgelenkt. Bin ich gut. Ich habe wieder aufs Handy geglotzt. Warum glotzt du denn aufs Handy? Ja, weil ich hier Pause hatte in der Vegas-Markt. Haha. Hallo Busfahrer. Hallo Manuel. Freistufe A hier und jetzt bitte. Jo Mann, dankeschön. Ich meine, ich muss gerade einen Durchsage machen. Sehr geehrte Fahrgäste, hier spricht Ihr schwarzer Chauffeur. Hörs, sollte ein Manfred-Bus sein. Bitte nehmen Sie die Schoki in die Hand und füttern Sie den Manfred. Zur Beruhigung und Nerven fragen Sie Ihre Schoki. Schoki-Anleitung, oh mein Gott, ey. Ach, meine Güte, ey. Ist ja heute wieder richtig gut drauf, ey. So bitte, Junge. Aber ich bin echt mal gespannt, wie ich das dann, wie der Skin wird für den Kühler. Für den NTG. Ja. Lessingstraße. Achso, der... Guten Morgen. Morgen. Daniel, bist du noch da im Chat? Muss ich mich mal gerade fragen, weil er hat vorhin nämlich gesehen, dass das neue... Okay, ganz kurz. Nächste Haltestelle, Bahnübergang. Das neue Trailer-Pack. Nicht holen. Weil ich nicht weiß, inwiefern sich das mit dem Krone-DLC und mit dem Skin beißen. Für den René will ich nämlich gerade erstmal noch den Kühler machen. Und ich will den Kühler gerne so... Hast du schon? Okay. Ist das schon mit auf dem Server? Nächste Haltestelle. Hi. Marci, moin. Schön, dass du da bist. Wie geht's denn dir, mein Lieber? Weil ansonsten müssen... Daniel, müssen wir uns am Samstagabend uns mal hinsetzen und das mal quatschen. Nein, ist nicht auf dem Server. Okay, alles klar. Perfekt. Das ist schön, dass es dir super geht. Nächste Haltestelle. Fährst du schon... Hast du auch schon das Event für WOT fertig bei ETS 2 oder noch unterwegs? Oder noch, ja. Hab Anfang. Aber noch nicht. Also noch unterwegs, okay. Ja, also ich werde es nicht packen, dass ich es fertig bekomme. Weil, ich bin erstmal drüber und dran, dass ich das Balkan-DLC noch weiter erkund. Ah, das geht noch bis Dezember, okay. Wow.
Ja, ich, dann habe ich vergessen zu lesen, weil, das Westbalkan-DLC, ich glaube, das Datum habe ich mir bis dahin noch gemerkt. Aber okay, wenn es bis November, bis Dezember noch geht, umso besser. Dann habe ich überlesen. Weil das Problem ist ja momentan, dass SCS Busmannstraße. Ein Update, also Information ankündigt ohne Ende. Ne? Also da muss man... Das ist schon krass. Okay. Ja.